Das war jetzt wohl dumm. Ah, nee, doch nicht. Orikon-Erz, ein äußerst seltenes Erz, aus dem mächtige Ausrüstung gefertigt werden kann. Ach, verdammt. Hier kann ich eh nichts. Wie kriege ich den Guten denn jetzt da weg? Ah, warte. Nee. Vielleicht von hier aus? Wusste ich's doch. Ha! Verdammt! Und nun? Ah, ich weiß. So. Jetzt haben wir es. Zack. Kleine Mini-Rätsel hier, wa? Aber auch die schaffe ich. Waren ja auch nicht so großartig schwierig. Ach nö, noch mehr? Scheiße. Ah, okay. Ja. Der läuft dahin und dann läuft der. Der bringt mir jetzt erstmal augenscheinlich nichts. Augenscheinlich. Haben wir noch was? Nee. Wir können den dahin jagen. Also wir können den dahin jagen und wir können den dahin jagen. Das bringt aber nichts, weil die müssen hier stehen bleiben. Also müssen wir doch irgendwas mit dem hier, glaube ich, machen. Und ich wüsste jetzt einfach mal so nicht was. Wenn ich den jetzt dahin jage, versperrt er mir nur da den Weg. Achso, für später wahrscheinlich. Okay, den lasse ich dahin rennen, dann lasse ich den. Gut, ich lasse mal. Wir testen es einfach mal. Wir machen einfach mal irgendwas. Wir machen mal hier. So, dann machen wir hier. Dann machen wir. Den dahin. Oh, jetzt sind sie beide gelaufen. Das war nicht geplant. Ich wollte jetzt den dahin machen. Das war wahrscheinlich. Nee. Und ich glaube, damit habe ich jetzt gerade das Bild kaputt gemacht. Wildstar. Wir haben mal Wildstar gespielt? Oh Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Haben wir das echt mal? Ja, der muss da. Also muss er wahrscheinlich nicht, aber ich will ihn da jetzt hin tun. Der geht dahin. So, dann rennt der dahin. Ich weiß nur nicht, warum er das tun sollte, aber er rennt jetzt erstmal dahin.
Jakob hat mir zumindest davon erzählt und alleine setzt er sich so, soll ich es mir nicht an. Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Wildstar gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie mache ich das hier denn jetzt weiter? Ich könnte den dahin bringen, das bringt mir aber beides nichts. Mit dem kann ich nichts anfangen. Eben noch sagen, ha, diese kleinen Rätsel, die schaffe ich ja ohne Probleme. Ja, Arschlecken. Wenn ich den dahin bringe, den da runter. Den dahin, dann bin ich in einer Ausgangssituation. Ich muss doch einen danach. Ich meine, ich mache einfach mal. Meistens löse ich solche Rätsel tatsächlich, indem ich einfach irgendwas tue. So. Aber es ergibt keinen Sinn, wenn ich den jetzt dahin lage. Ach, jetzt. Ist die blöde Kuh dahin gerannt, ey, das ist doch zum Kotzen. Ah, nee, warte, was? Nein. Wenn ich den jetzt dahin jage. Ich könnte die noch runterjagen. Das bringt mir aber auch nichts. Doch. Doch. So. Ja. Ja. Ich glaube, ich hab's. Dahin. Dahin. Und dahin! Tada! Perfekt. Oh, jetzt musst du noch mal kurz dich verpissen. Und schon bin ich da. Ja, ich finde auch, das muss gespeichert werden. Manche sagen, das muss gefeiert werden, bei mir muss es gespeichert werden. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Zu viele Gegner. Au. Alter, was geht denn hier? So, mit dem S und dem O. Kann man nicht angehen hier, dass sie mich immer angreifen, die Spinnen. Das glauben die, wer die sind. Schnapp sie dir! Was? Oh, wahrscheinlich ist sie voll unschuldig und das Ganze war ein Missverständnis. Rückzug! Lasst sie nicht entwischen! Das arme Mädel scheint einen Pechtag zu haben. Meint ihr, wir sollten ihr helfen, Kuro? Ja, es ist ein Dämon. Wer seid ihr? Kenne ich euch? Hat Professor Giro euch geschickt? Nein. Ich komme niemals in seinem Labor zurück. Wir kennen keinen Kompressor Giro. Wir möchten helfen. Lasst mich gehen. Nein. Da geht ihr einfach an mir vorbei. Schnappt sie euch. Aber seid vorsichtig. Der Oberst will sie lebend. Hallo, sag mal, greift ihr mich jetzt hier an oder was? Nicht angehen. Endboss-Musik. Gibt es irgendwo einen Generator, den ich kaputt machen muss, damit keine Gegner mehr kommen? Übrigens, Stefan, falls es dich interessiert, es kann sein, dass ich am Wochenende nochmal XCOM spiele. Also, falls du es dir mal anschauen möchtest. Ah, ich habe noch 3 Lebenpunkte. Ah!
Ja, was? Was geht hier vor? Wo ist das Mädchen? Ja, der stellt sich direkt in mich rein und greift mich dann an. Was für ein Schwachsinn. Achso. Wer sind diese Leute? Sie haben uns angegriffen, als wir das Ziel festnehmen wollten, Oberst. Ich habe euch doch davor gewarnt, ihr Angst einzujagen. Wo ist die? Sie ist erwischt, Oberst. Sucht weiter. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht wann. Ich werde es wahrscheinlich auf Twitter vorher über unseren Kanal, über einen NPC-Kanal, dann nochmal Bescheid sagen, dass wenn ich streame. Weil ich weiß noch nicht genau, wann ich das machen werde. Meistens abends. Und wenn nichts anderes kommt. Dazwischen. So. Oh nein, ich bin gefangen. Und die Tür ist auf. Okay. Kuro. Da lese ich es auf jeden Fall sehr schön. Kuro! Kuro! Achso, steh auf. Was? Endlich aufgewacht, ja? Ja. Hast mich auch aufgeweckt, du. Ich habe noch immer keine Ahnung, wo wir sind, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich fürchte, es wird noch ein Weilchen dauern, bis ich wieder bei meinem Vater bin. Ich meine, schließlich hat man uns ins Gefängnis geworfen. Was für ein Dreckesloch. Man sollte meinen, man hätte uns um 50 Jahre in die Blütezeit des Kaiserreichs zurückversetzt. Jedenfalls wird es zunehmend schwieriger, all das mit Logik zu erklären. Ja. Timey-wimey. Der Soldat, der ins Wasser gebracht hat, hat mal wieder vergessen, die Tür zu schließen, wenn das kein Glück ist. Yay! Denkt ihr auch, was ich denke? Ja. Super, also gehen wir. Ich dachte eigentlich an andere Dinge. Sie haben euch das Schwert abgenommen, also solltet ihr die Soldaten vermeiden. Nicht jedes Problem kann man mit Gewalt lösen, wisst ihr? Das habe ich anders gelernt. Redselig wie und je. Ich zähle darauf, dass ihr uns aus diesem Loch rausholt. Natürlich. Guck mal, das ist ein Gefangener. Hey du. Hey, Gefangener. Oh. Oh, die sehen alle gleich aus. Austauschbare Gefangene, okay. Ah! Verdammt. Ah! Oh, im Dunkeln. Yeah. Voll sneaky, stealthy und so. Ja, okay. Alles klar. Oh, der sieht anders aus. Der ist bestimmt wichtig. Oder auch nicht. Ah! Ich habe mein Schwert wieder. Ein Stern. Hm. Nicht ganz ein Schwert. Komm, wir gehen. Hihi, eine Box. Wirklich, Kuro, was macht ihr denn da? Sagt bloß nicht, ihr glaubt tatsächlich, dass ihr an den Wachen vorbeikommt, dem ihr euch unter eine Kiste versteckt. Die auch noch hüpft. Manchmal frage ich mich, wie ihr auf solche Schnapsideen kommt. Hm. Also gut, wenn ihr darauf besteht, versucht es nur. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Hey Nakomas, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, dir gefällt mein geistiger Dünnpfiff. Metal Gear, ja. Das ist schon ein kleines bisschen offensichtlich. Ah, nein! Verdammt.
Ich möchte eigentlich an das Gold ran, aber ich glaube, da komme ich nicht ran. Hey du. Wird euch die Umgebung langsam vertraut? Manchmal werden die Türen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es keinen Kommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken tätowieren lassen. Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Oh, das ist aber ärgerlich. Oh. Ja, war mir klar. Na gut, ich gebe es zu, ihr hattet recht, was die Kiste angeht. Am Ende war die Idee doch gut. Aber wie konnte ich wissen, dass diese Soldaten dermaßen fiktiv, nein, das ist nicht das Wort, das ich mich suche, dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt? Wie auch immer. Gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Ich möchte da unten hin. Ja, jetzt kann ich da unten nicht mehr hin. Harscher Paichana. Hey, du hast geschlafen. Du blöder Penner. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ging dieses Lied noch gleich? Ach ja, Ritter Robert bricht auf gen Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Die Magi verwendeten ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe C400 steht. Yay. Oh, hier ist jemand. Ach, hier will jemand kommen. Puh, noch eine Meile. Wenn ich nur die ganzen Parole wüsste, müsste ich mir das hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli drin vorkommt. Brokkoli? Mhm. Vielleicht sollte ich einfach mal einen der Wächter fragen. Oh, das war knapp. Das war natürlich gewollt. Nein, scheiße, das war nicht gewollt. Ja, ganz von vorne, willst du mich verkackeiern? Oh Mann, ey. Ich laber die nochmal dicht. Hey! Oh, jetzt gehe ich auch wieder zurück. Ist doch scheiße hier. Kackspiel, mag ich nicht. Finde ich kacke. Spiel nie wieder. So. Der kann mich mal. Ich weiß ja nicht, ob ich die alle noch anschnacken muss tatsächlich. Diesmal weiß ich es ja besser. Wir gehen nämlich hier lang. So. So. Brokkoli. Hey Kuro, hier riecht es viel besser und etwas sauberer ist es hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die Gefangenen wer. Ja. Dann lass mich doch mit denen reden. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Ja. Der durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Welches Gemüse lieben Kinder besonders? Brokkoli. Ritter Robert in dem Lied gehört zu den Besten. Wenn ich bis CIV zähle. C war 100 oder 200? 205.
IV 100. Welches Schicksal wählt ihr? Tod! Die Parole stimmt! Ihr dürft passieren! Ich habe jetzt einfach. Ist schön, aber ich möchte trotzdem nochmal gucken. Also ich hätte eh raten müssen.